So, und damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2. Wir sind hier in Venedig. Und wir werden jetzt nicht so viel Spaß haben. Denn hier haben wir schon unseren nächsten Widersacher, der uns versucht hier umzubringen. Was fast geschafft hätte. Bitte sag mir, du hast irgendwas für mich. Doch keine Munition, du Vollidiot. Ich darf jetzt einfach, weil ich so wenig Das speichere ich auf einen anderen Slot. So. Bum, bum. Darin bin ich ja ein Profi. Dinge kaputt fahren. So, warte mal. Hep. So, ich glaube, man müsste irgendwie hier hoch. Das kann ich mir gut vorstellen. Bitte nicht. Hört auf. Macht's doch nicht so unnötig schwer. Ja. Boy, das wird interessant. Oh Gott. Also der Hund ist irgendwie tot. Ich glaube, der andere Kerl. Der will nicht so. Der hat halt zum Glück nur ein Basie. Ist von daher für uns eigentlich ungefährlich. Aber was wäre denn bitte Tomb Raider mit ungefährlichen Gegnern? Du bist mein Held! Ich hasse dich! Ah, ich hasse Core Design. Ich hasse Core Design so sehr. Die wussten einfach, wie ich mich fühlen würde, wenn der Herr... Aua! Der verprügelt mich einfach. So, nein, wir haben es noch nicht aufgesammelt. Ja. Oh, danke. Oh, und ich kann speichern. Es ist so schön. Das Leben ist nicht immer fair. Aber manchmal muss auch mal irgendwo ein Korde sein, Mitarbeiter. Einen komplett fertig machen. Ich werde nicht mehr. Wir haben das irgendwie überlebt. Ich kann es nicht in Worte fassen. Wie glücklich ich bin. Steel Key, okay. Stecken wir den hier rein. Das war jetzt genau hier. Achso, das ist für den Schalter. Gut zu wissen.
Was machen wir damit? Das ist doch schon mal gut. Dann haben wir zwei Boote. Dann haben wir zwei Boote. Kann man dir helfen? Aha. Oh Gott! Core-Design schafft es auch immer wieder. Habe ich schon gespeichert? Ich weiß nicht. Oh weia, ey. Okay, von dort reinspringen ist nicht so drin. Schade eigentlich. Was mache ich denn hier nur? Was mache ich hier nur? Ich weiß es selbst nicht. So, jetzt aber. Okay, wir haben auch nur das eine Zwischending da aufgemacht. Dadurch kommen wir trotzdem nicht. Schade eigentlich, aber... Okay. Hä? Hier kann man doch raus. Warte mal, das heißt, wenn wir andersrum gefahren wären, dann hätte ich mir all den Stress ersparen können? Okay, wir haben keinen Schlüssel. Wir haben aber schon die Shotgun. Auch wenn ich mich ehrlich gesagt frage, von wo? Einen Schlüssel haben wir jetzt nicht. Ha! Wir sollten das wirklich machen. Ich habe jetzt einfach auf Freischnauze das Ding da reingefahren. Mit der Hoffnung, dass ich irgendwie noch rausspringen kann und nicht daran krepiere. Ha! Das ist natürlich sehr schön. Ich bin Vollidiot. Ich bin ein Vollidiot. Egal. Ich hab eine halbwegs gute Idee. Wir schwimmen jetzt einfach zu dem anderen Boot, nehmen dann das andere Boot dafür. Damit wir uns den langen Weg am Ende sparen. Also bin ich nur so ein halber Vollidiot. Was halt trotzdem unnötig war, aber... Hey. Ist ja am Ende egal, was wir da reinrasen. Hauptsache es fährt. Auf dem Wasser. Und es sorgt dafür, dass es mir am Ende gut geht. Ich wollte nämlich speichern. Aber hey, dann ist das auch mal passiert. Beim Speichern einfach laden. Gibt für alles ein erstes Mal. Sehr schön.
Sehr, sehr schön, okay. Jetzt müssen wir wenigstens nicht so weit weg, als er direkt hier ist. Das heißt, wir können speichern, diesmal nicht laden. Ich habe daraus gelernt. Ich habe es gemerkt, ich habe schon wieder die Viereck-Taste gedrückt. Okay, das wird das Ende des Levels sein, aber dahin kommen wir anscheinend noch nicht. Die Frage ist, warum? Lara ist nicht so daran interessiert, meinen Anweisungen zu folgen. Und ich weiß, da oben ist schon der Schalter. Die Frage ist, von wo bekommen wir den Schlüssel? Vielleicht ja von dort oben wieder. So, dann begeben wir uns einfach mal da hoch. So. Während hier die fröhliche Musik ertönt. Ne, hier ist nichts, okay. Schade. Wirklich. Schade. Und hier ist auch nichts. Nein. Okay, das wird ziemlich interessant. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Tomb Raider 2. Werden wir dann hoffentlich Venedig abschließen. Ich weiß nicht. Vielleicht geht es ja noch weiter. Wir sehen uns. Bis dann. Haut rein und tschüss.